Herzlich willkommen zur Coffee Cup Lerneinheit zur Abschnittsgliederung in Kopf- und Fußzeilen. In den kommenden Minuten erlernen Sie, das Dokument in Abschnitte zu gliedern, unterschiedliche Kopf- und Fußzeilen zu erzeugen und Kapitelüberschriften automatisch als Kopfzeilen einzufügen. Beginnen wir zunächst mit der Abschnittsgliederung. Bei umfangreichen Dokumenten wird in der Regel für jedes Kapitel ein neuer Abschnitt auf einer neuen Seite, so wie in einem Buch, begonnen. So können Sie Einstellungen, die sonst für das gesamte Dokument gelten, zum Beispiel die Ausrichtung, Hoch- oder Querformat oder den Inhalt von Kopfzeilen für jeden Abschnitt extra definieren. Zum Erzeugen eines neuen Abschnitts positionieren Sie die Einfügemarke immer am Ende des vorhergehenden gewünschten Abschnittes. Wählen Sie dann in der Registerkarte Layout die Schaltfläche Umbrüche. Hier können Sie entscheiden, wo der neue Abschnitt beginnt, zum Beispiel auf der nächsten Seite oder fortlaufend, das bedeutet, nach dem Abschnittsumbruch geht es gleich weiter am selben Blatt, auf der nächsten geraden Seite oder auf der nächsten ungeraden Seite. Ich wähle neuer Abschnitt auf der nächsten Seite. Dies mache ich nun immer gleich vor jedem neuen Abschnitt. In diesem Fall vor jedem Text, der mit der Formatvorlage Überschrift 1 formatiert wurde. Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie für jeden Abschnitt eine andere Kopf- und Fußzeile erstellen können. Prinzipiell sind die einzelnen Abschnitte verknüpft. So wird die Kopfzeile von Abschnitt 1 in den weiteren Kopfzeilen der weiteren Abschnitte übernommen. Wenn ich also im Abschnitt 1 Test in der Kopfzeile schreibe, dazu setze ich einfach einen Doppelklick in den oberen Bereich, wird dieses Wort auch in den weiteren Abschnitten übernommen. Das erkennen Sie an folgender Symbolschaltfläche. Ich aktiviere wieder den Kopfzeilenmodus mit einem Doppelklick und Sie sehen hier dieses Symbol mit vorheriger Verknüpfen. Das heißt, es entsteht eine Verknüpfung mit dem vorherigen Abschnitt. Außerdem sehen Sie hier wie vorherige und links erkennen Sie, in welchem Abschnitt Sie sich befinden. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, können Sie für jeden Abschnitt eine eigene Kopfzeile schreiben. Wenn Sie nun nach oben blicken, sehen Sie, hier haben wir das Wort Test stehen im Abschnitt 1. Und in Abschnitt 2 haben wir Test groß geschrieben. So können Sie für jeden Abschnitt eine andere Kopf- und Fußzeile definieren. Abschließend werden wir uns ansehen, wie Kapitelüberschriften automatisch in der Kopfzeile übernommen werden können. Das heißt, in der Kopfzeile soll immer die jeweilige Kapitelüberschrift aufscheinen. So ändert sich diese auch, wenn die Kapitelüberschrift geändert wird. Dazu ist es wichtig, dass Sie in jedem Abschnitt mit vorheriger Verknüpfung nun aktiviert haben. Positionieren Sie Ihren Cursor einfach wieder in der Kopfzeile und wählen Sie in der kontextbezogenen Registerkarte Entwurf, Kopf- und Fußzeilen-Tools. Diese erscheint nur, wenn Sie sich in der Kopf- oder Fußzeile befinden. In der Gruppe Einfügen den Befehl Schnellbausteine. Hier wählen Sie Feld und öffnen somit das Dialogfenster. Die Feldfunktionen sollten Sie immer für sich ändernde Daten verwenden, zum Beispiel zum automatischen Einfügen des aktuellen Datums. Sie können hier auch die jeweilige Überschrift 1 automatisch einfügen lassen. Wählen Sie dazu Style Ref. Hier finden Sie nun den Formatvorlagenname Überschrift 1. Sie bestätigen mit OK. Und schon sehen Sie, dass nun immer die aktuelle Kapitelüberschrift, also jene Überschrift, die mit der Formatvorlage Überschrift 1 formatiert wurde, in der Kopfzeile zu finden ist. Einleitung, Informationsmöglichkeiten und später sehen Sie noch Nummer 3,
Gewalt und Aggression. Demnach haben Formatverlagen eine weitere wichtige Funktion. Wir haben nun die Abschnittsgliederung kennengelernt und Abschnitte festgelegt, unterschiedliche Kopf- und Fußzeilen innerhalb eines Dokuments erstellt und erlernt, wie man die jeweilige Kapitelüberschrift automatisch in der Kopfzeile einfügt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.